Er gibt wieder das Kommando auf dem Eis. Dallas Eakins ist zurück in der Quadratestadt und er hat viel vor mit seiner Mannschaft. Wir wollen ein konstant meisterschaftsfähiges Team aufbauen. Das heißt nicht, dass wir die Meisterschaft gewinnen, aber dass wir immer um die Meisterschaft kämpfen. Das würde mit Sicherheit auch den Fans der Adler gefallen. Zum Trainingsauftakt strömten Hunderte von ihnen in die SAP-Arena, um ihre Idole anzufeuern und auch das eine oder andere Autogramm abzustauben. Super Gefühl, man kommt hier raus und die Halle ist voll. Es hat Spaß gemacht heute, die Jungs waren alle gut drauf. Man merkt, dass eine große Vorfreude da ist von uns, aber auch von den Fans. Und ja, wenn es nach mir geht, könnte es jetzt schon bald losgehen. Nach der enttäuschenden vergangenen Saison gab es bei den Adlern einen Umbruch im Kader. Dabei sind unter anderem mit Dennis Reul und David Wolf nicht nur Schlüsselspieler, sondern auch Identifikationsfiguren gegangen. Mit Lukas Kelple und Marc Michaelis sind Spieler mit Mannheimer Stallgeruch dazugekommen. Es könnte aber auf dem Transfermarkt durchaus noch etwas passieren. Ich mag unsere Gruppe und wo wir gerade stehen. Wenn sich der richtige Spieler präsentieren würde, von dem wir denken, dass er gut für unsere Gruppe wäre, dann würden wir das sicherlich machen. Die Adler sind nämlich noch auf der Suche nach einem Top-Stürmer. Dallas Eakins hat noch einiges vor mit den Adlern. Der Amerikaner möchte eine Ära prägen. Auch deshalb hat er sich dazu entschieden, Trainer und Manager in der Quadratestadt zu bleiben. Der Hauptgrund, wenn ich einen nennen müsste, war Herr Hopp. Wir denken sehr ähnlich. Wir wollen beide unbedingt nicht nur unser Profiteam, sondern die ganze Organisation besser machen. Er hat mich wirklich dazu inspiriert, weiterzumachen und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Dieser Weg führt die Mannheimer zunächst in eine harte Vorbereitungswoche mit teilweise 2 Einheiten pro Tag, bevor es dann ins Trainingslager nach Kitzbühel geht. Dallas Eakins hat seine Spieler in der Vorbereitung übrigens auch schon die Himmelsleiter am Königstuhl hochgejagt. Ein symbolisches Bild für den harten Weg nach ganz oben.